compensating elements because the reward is well worth the journey. Stay steadfast in your pursuit of the light. The light is knowledge. Do you want it? If you had it, would you flaunt it? It's yours. It's yours. Einen wunderschönen guten Abend an alle, die eingeschaltet haben zum heutigen Vestax PMC 580 Pro Mixer-Test. Für euch hier im DJ Corner Keller mal wieder am Start der Real Deal. Applaus hier vom Publikum bitte. Na, da müssen wir noch einiges machen. Und meine Wenigkeit, der Flatlander. Und wir werden heute den Vestax mal so richtig unter die Lupe nehmen und natürlich gute Musik genießen, wie immer. Das Ganze wird sich heute wieder wie gewohnt gestalten. Das bedeutet für euch, die erste Stunde testen wir den Mixer, wir nehmen ihn auseinander. Und ab der zweiten Stunde werde ich dann noch ein DJ-Set von mir geben, um das Ganze abzurunden. So, jetzt aber erstmal zum Test. Der Reel wird jetzt hier nebenbei ein bisschen Musik machen und ich werde die einzelnen Funktionen erklären, durchgehen und euch das Ganze so gut wie es geht nach Hause ins Wohnzimmer bringen. So, der Andi hat jetzt auch schon die Kamera in die Hand genommen, um mal zu den Anschlüssen zu kommen. Das ist nämlich unser erster Punkt, den wir heute durchgehen werden. Und zwar, wie ihr vielleicht seht oder auch nicht, haben wir hier ganz normal angeschlossen die Line- und Phono-Eingänge. Vier Stück hat das gute Stück dafür parat. Und das Ganze kann man natürlich dann mit den Schaltern hier oben auswählen, ob jetzt der Phono-Eingang oder der Line-Eingang gewählt werden soll. Ja, darüber hinaus, seht ihr hier auch angeschlossen, gibt es jeweils einen Master-Ausgang als Klinke und einen als XLR. Und genau das gleiche gilt auch für den Booth-Ausgang. Kommen wir nochmal ganz links auf den Mixer
Und zwar für Kanal 1 habt ihr hier ganz speziell einen USB-Ein- und Ausgang. Das Ding ist ziemlich geil, denn ihr könnt hier den Mixer als Soundkarte quasi benutzen, zumindest auf diesem Kanal. Und das gibt euch die Möglichkeit, digitale Medien einzuspeisen, aber auch das Ganze als Aufnahmequelle zu nutzen und so digital direkt auf dem PC aufnehmen zu können. Das Ganze gestaltet sich dann so, dass im PC oder Mac das Ganze als Soundkarte erkannt wird und man dann damit arbeiten kann. Zusätzlich haben wir noch ein Rack-Out, beziehungsweise zwei sogar. Und der zweite kann als Send-Return für externe Effektgeräte genutzt werden. Sieht man jetzt ein bisschen schlecht wegen dem ganzen Kabelwirrwarr, aber ist auf jeden Fall vorhanden und für alle Effekt-Junkies natürlich ein Muss. Was ich auch noch unbedingt erwähnen muss, ich habe noch nie einen Mixer gesehen mit einem solchen krassen Netzteilanschluss und Netzteil. Das Ganze wird hier nämlich nicht nur reingesteckt, sondern komplett auch noch mit einem Verschluss verschlossen. Naja, wie soll ich das sagen? Ja, es ist auf jeden Fall pumpenfest und geht auch auf keinen Fall ab. Zusätzlich habt ihr noch auf jedem Kanal einen Digitaleingang als Cinch. Was das Einspeisen von digitalen Quellen natürlich möglich macht. Das sollte ja auch möglich sein, weil ist ja ein digitaler Mixer. Klingt komisch, ist aber so.